Herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch unter Freunden über Themen dieser Zeit mit Thea Wachtendorf und Nada. Ja, hallo ihr Lieben, ich begrüße euch und hallo liebe Thea zu einem weiteren Gespräch unter Freunden und freue mich schon, ich habe schon gerade ein bisschen gehört, welches Thema wir heute haben. Freue mich drüber, uns auszutauschen, verschiedene Sichtweisen aneinander zu halten. Thea, magst du mal erzählen, um was es heute geht? Ja, also ich erzähle. Also ich weiß, es wird auf jeden Fall spannend und auch wir zwei haben ja schon dieses Thema oft besprochen und ich bin gespannt. Also die Frage ist, jeder kennt vielleicht Greg Braden, Joe Dispenza und Co., die ja im Sinne der Quantenphysik praktisch Quantenheilung anwenden oder Matrix-Energetik, wie du es immer willst, wo man einfach bewusst mit einer Absicht neue gute Realitäten erschafft. Und ich hatte ja schon mal das Beispiel gesagt mit diesem blauen Himmel. Ja, wenn das Göttliche mit dem bekommen, was wir sind, der blaue Himmel ist, der in sich erfüllt ist, dann wäre eine Schlechtwetterwolke negative Gedanken und Absichten, die bewusst oder unbewusst erschaffen wurden, wahrscheinlich eher unbewusst. Und das Positive, die positive Schönwetterwolke wäre eine bewusste erschaffene Realität, die ich mir wünsche, die gut ist. Ja? So, und jetzt war die Frage, was ist der Unterschied zwischen einer positiven Realität und dem Sein? Also eine Realität, die man erschafft, die man aufgrund von Gedankenkraft und Absicht erschafft und ins Herz bringt und somit in das Geschehen, in das persönliche Geschehen. Und was ist der Unterschied zum Seinszustand? Das ist die Frage. Genau, für mich ist tatsächlich, solange das Sein nicht vollständig da ist, und das Wort sagt es schon vollständig, es ist vollständig, da fehlt nichts. Ich erfahre, alles ist da, ich bin alles, es ist alles da, es ist leer und erfüllt zugleich. Da steigt überhaupt keine Notwendigkeit mehr irgendwie nach irgendetwas auf, außer zu erleben und zu sein, der ich bin. Solange es noch irgendetwas gibt, was etwas will, kommt es bei mir aus meiner Wahrnehmung, aus dem Raum eben des Egos. Und Ego ist jetzt für mich überhaupt nichts mehr Schlimmes. Damals habe ich gedacht, okay, Ego, das stört nur, wie kriege ich das weg? Ich will das nicht mehr. Ich hatte das Gefühl, das ist das, was mich leiden lässt, was mich eben Mangel erfahren lässt, was mich eben eifersüchtig sein lässt und so weiter und so fort. Stimmt auch. Aber eben durch Akram Wiegnern vielleicht da jetzt auch mal den hinzukommen, ist so eine ganz unglaublich tolle Gleichung für mich, die mir so viel bewusst gemacht hat. Die heißt, dass ich, also das Sein, die Seele, das Bewusstsein plus mein, also meine Wünsche, meine Absichten, meine Dramen, meine Geschichte, mein, ist Ego. Und das Ich ohne das Mein ist Gott. Und solange mein da ist, kann das Absolute, was Gott ist, was vollständig ist, nicht erfahren werden. Und hier sind automatisch dann die Wünsche, ob die jetzt positiv oder negativ, was auch immer sind, aus welchem Raum auch immer sie kommen, aus einem Mangel oder so, solange das da ist, sind Absichten da und Wünsche da. Ist auch gar nicht schlimm, weil das ja das Ego, das Mein, braucht, weil es ja noch hier sitzt und ist auch nicht schlecht, das Ich ist immer da, aber die Identifikation ist beim Mein. So, und das ist ja auch, was wir bei unseren Gesprächen ja einfach zwischen uns ja auch immer teilen, aber auch andere einladen, dass egal, wo das Ich sitzt, bin ich ganz dolle hier und habe das Gefühl, das ist ja mein und meine, was wir gestern hatten, zum Beispiel meine Existenzängste und mein, das ist gar nicht schlimm, weil wir sind halt da, aber zu wissen, okay, dass ich, was in all dem ist, wenn ich hier bin und mehr oder weniger weiß und erfahre, das mag noch da sein, auch für mich ist ja immer noch, das ist mein Körper, das ist mein Lebensgefährt, das sind meine Kinder, aber sie haben mich nicht mehr, weil ich weiß und erfahre, ich bin das. Solange das aber noch Absichten sind, kommen die für mich aus diesem Raum und das ist für mich auch immer gut zu unterscheiden. Weil viele sagen, ja gut, ne, das kennst du ja auch, ich bin im Sein, aber letztendlich sagt
sagt der Aspekt hier noch mit dem Mein, sagt das und will sich einfach, ach komm, jetzt, ich bin im Sein und alles ist gut und alles ist gut, so, oder ich quante mir das weg oder ich, wie Kurt, ich verursache mir das weg oder wie auch immer, kommt aber alles aus dem Raum. Und für mich ist einfach dieses Erkennen und auch das Erfahren, bin ich in einem Zustand, wo einfach nichts gebraucht wird, wo alles kommen und gehen kann, wo es genügt, wo ich einfach, ja, kein, da ist einfach alles, es ist alles gut, es ist alles in Ordnung, es ist alles da. So, da ist kein, wie du ja auch oft sagst, bei den Quanten, da ist keine Wellenbewegung, es ist still. Oder gibt es, und das ist auch nicht schlimm, das ist auch nicht schlecht, das ist auch nicht zu verurteilen oder irgendwas, aber einfach zu schauen, wo befinde ich, das Ich, mich denn? Ah, okay, da sind halt noch Wünsche offen. Ich mag zum Beispiel von Yogananda, sorry, dass ich jetzt gerade so ein bisschen aushole, in der Autobiografie beschreibt er, als er dann Babaji begegnet und dort auf einmal dieses goldene Schloss bekommt und Babaji sagt, alle deine Wünsche müssen sich erfüllen. Also alle Absichten, die mal da waren, müssen sich erfüllen. Entweder aus meiner Sicht in der Erkenntnis, dass ich sie nicht mehr brauche, oder weil sie sich zu erfüllen haben. Mhm. Wie siehst du das? Ja, ich stimme dir dazu und ich versuche es jetzt nochmal mit meinen Worten zu erklären. Ja. Also ich denke auch, dass jemand, der gelandet ist bei der Liga Greg Braden, Dispenza und Co., hat sicher schon ein gewisses Seinsbewusstsein, sonst wäre er da noch nicht. Ja? So, das heißt, nehme ich mal das Bild, da sind noch Schlechtwetterwolken und da sind Schönwetterwolken, aber da ist auch schon ein Stück blauer Himmel. So, und wie du es schon gesagt hast, dieses Ego-Ich, also dieses Ich, was erleben will, das sind zwei Pole. Da gibt es einmal den negativen Pol und es gibt den positiven Pol. Jetzt sind viele satt vom negativen Pol, von Armut, von Bedürftigkeit in Liebesbeziehungen. So hat vielleicht jeder seine Themen, wo er sagt, da bin ich noch nicht ganz satt. Und es geht mir schon gut, aber ich bin noch nicht ganz satt. Das hätte ich gern noch. Das heißt also, wenn ich in diesem Zustand bin, dann sehe ich, und das ist auch ganz wichtig, da gibt es ja immer so, wo man sich selber betrügen kann und man kann sagen, ich bin schon so im Sein und ich habe das nicht, dann finde ich das sehr gut zu sehen, da bin ich noch nicht satt. Ja? So, ich persönlich kann für mich sagen, ich habe meinen Mangel überwunden, aber ich bin noch nicht satt vom finanziellen richtigen Reichtum. Das hätte ich gern noch. Mhm. Ich habe keinen Liebeskummer mehr, aber ich hätte gern noch eine tolle Beziehung. Ja? Und sicher ist es für den einen oder anderen so, dass der irgendwann mal satt sein wird. Und dann, aber solange es nicht ist, darf er Praktiken anwenden wie Quantenheilung oder Joe Dispenza würde ich jetzt mal Quantenheilung nennen oder erschaffen. Und dann erschaffe ich mir, ich bin nicht mehr in der negativen Wolke und ich kann sogar ein Stück zum blauen Himmel gehen, weil dann bin ich ja frei vom Mangel. Hm. Diese Absicht setze ich ja aus der Mitte. Wenn ich im Mangel bin und ich setze die Absicht, erschaffe ich mehr Mangel. Also ist es ja, ich muss ja in diesem blauen Himmel ein Stück hin können, um in der Mitte zu sein und von der Mitte zu sagen, ja, und da hätte ich gern diese weiße Wolke. Und das ist für mich Quantenheilung. Ich lösche die aus diesem blauen Himmel heraus, wo kein Zustand ist vom Wunsch, weil im Herzen Wunsch zu haben, heißt ja, ich erschaffe Wunsch. Und nicht die Tatsache, dass ich es habe. Ich gehe also in den blauen Himmel. Ich bin die Fülle. Aus dem lösche ich die Negativität und was da entstanden ist. Und aus dem entscheide ich, das wähle ich für mich. So, das ist für mich Quantenheilung, ja, Erschaffung. So. Und dann ist es so, dann habe ich vielleicht das, was ich mir wünsche, den finanziellen Erfolg oder die Gesundheit oder was auch immer. Und bin da drin ja auch ganz glücklich. Aber wenn das jetzt ganz satt wäre, wie du auch ja schon gesagt hast, und ich die Wolke ausgelebt habe und ich mehr blauer Himmel bin, wo ich ja schon glücklich und erfüllt bin, dann kommt vielleicht irgendwann der Zeitpunkt, wo ich keine neuen Absichten mehr mache, sondern nur das ablebe, was ist. Und wenn ich dann schon fröhlich bin, warum soll ich dann Techniken anwenden, von wem auch immer, auch von mir oder Joe Dispenza, wenn auch immer, um mir Freude zu erschaffen, wenn ich schon die Freude bin. Und das ist für mich der Unterschied.
auch an die, die jetzt zuschaut, die Frage hat, solange ich nicht hundertprozentig Freude bin, habe ich und ich habe den Wunsch, es zu sein, dann muss ich eine weiße Wolke erschaffen. Aber wenn ich das schon bin, brauche ich das nicht. Und so kommt meistens immer in unserem Gespräch dann dieses, ja, ich muss das jetzt nicht mehr erschaffen, wenn ich das bin. Genau. Was sagst du dazu, wenn ich so sage? Ja, weil ich fand das immer ganz schön, gerade deine Aussage, ich weiß, das habe ich von dir, glaube ich, das erste Mal gehört. Na, ich bin noch nicht satt davon. Ich weiß, wie oft wir uns ausgetauscht haben über Beziehung, über was auch immer. Nee, ich bin noch nicht satt davon. Also nicht so bockig, wie ich es jetzt mache. Und das fand ich ganz wichtig. Also auch wenn viele, die jetzt vielleicht auch zuschauen, die haben ja die Erfahrung, vielleicht immer wieder, mehr oder weniger, dass es Momente gibt, wo du einfach nichts mehr brauchst, wo du satt bist, wo du einfach dadurch, dass du da bist, du bist satt, ist alles da, es braucht nichts, nichts. Aber dann kann gleich mal um die nächste Ecke irgendwas kommen, was etwas auslöst, wo du merkst, ah nee, stimmt, davon bin ich jetzt noch nicht satt. Das ist für mich jetzt auch ein schönes Wort, was ich so in der letzten Zeit so eingestellt habe, das hat sich noch nicht erfüllt. Das heißt, der Raum, der durch eine Absicht, wie auch immer, ein Mangel natürlich, aus dem Ego natürlich, aber das hat sich noch nicht erfüllt. Hier ist zum Beispiel jetzt ganz viel, obwohl ich sagen würde, tatsächlich das sein, ich erfahre das so sehr, ist auf der menschlichen Ebene, wartet noch so viel, was ich erfüllen möchte. Und es ist so schön, den Raum auch zu haben, du kannst satt im Sein sein und im Menschsein kann sich so viel erfüllen noch. Diese Offenheit auch zu haben, deswegen habe ich vorhin das mit Yogananda gesagt, wer weiß, was da für Schlösser noch warten, die sich erfüllen möchten. Yeah. Oder Ausdrucksweisen. Ich erlebe es ja jetzt in der letzten Zeit, dass hier ganz viele neue Möglichkeiten gibt, die sich einfach erfüllen möchten. Kommt aber nicht, um da auch nochmal aus diesem Mangel heraus, sondern auch aus der Freude, dass schon alles da ist und alles geschehen darf. Aber so deins, wie du auch sagst, dieses ich bin nicht satt, finde ich immer noch einen ganz, ganz wichtigen Ausdruck auch dafür, für sich zu gucken, nicht zu glauben, ich muss weiter sein, als ich bin, sondern zu gucken, ja, bin ich satt? Wartet das noch? Will sich das noch erfüllen? Und dann spielt das, also dann ist es ja auch gar nichts dagegen zu sagen. Auch im Wissen, wie Kurt zum Beispiel, der damals ja das Mentaltraining Wünsche erfüllen, Ziele erreichen, Probleme lösen, sagt, die müssen da erstmal durch, die müssen sich erstmal alles erfüllt haben, die müssen erstmal satt sein, um zu merken, na so ganz satt bin ich nicht, da gibt's noch was anderes. So, aber eben viele Dinge, die da sind, muss das Ego auch erstmal haben, um zu merken, okay, aber irgendwie, jetzt habe ich alles, ne, wie die reichen, schönen, tollen, Erfolgreichen, die dann denen dann trotzdem noch irgendwas fehlt, weil das Sein dann fehlt. Mhm. Und sich da das einfach abzuholen, wo ich bin. Ne? Ja, das fand ich damals so schön an dieser Geschichte von Buddha, die ich irgendwann gehört habe, wo gesagt wird, okay, er wird geboren und der König geht mit seinem neugeborenen Kind zum Propheten und sagt, was wird der? Ja, das wird ein Prophet. Oh, sagt der König, das ist schlecht, der soll Prinz werden. Also haben die alles Leid, alles Kranke, alles Schlechte, alles Arme weggetan. Und er wird groß, nur in Palasten der Schönheit und Reichtum. Und bis zum 21. Lebensjahr. Und dann auf dem Weg von Palast A zu Palast B begegnet ihm dann in der Kutsche so ein armer, kranker Mann. Und er sagt, was war das? Und der Kutscher sagt, ja, arm und krank. Sagt er, wieso, was ist das? Und dann erfährt er, dass es einen anderen Pol gibt, arm und krank. Und er verlässt das Reiche. Und 7 Jahre oder wie lang geht er erst noch in den anderen Pol? Und erst dann geht er unter den Baum zur Erleuchtung. Also so kann ja sein, dass einige auch satt sind vom Positiven, aber noch nicht von dem Weg des Entsagen. Also wir wissen gar nicht, was wir ableben. Aber wichtig ist, dass wir das leben, wo wir merken, wir sind nicht satt. Genau, und für mich einfach auch so diese zwei Ebenen wieder. Ne? Das Sein, was wir ja auch jetzt ein paar Mal schon angesprochen haben, das Sein, was natürlich satt ist, so was wir sind da innen drin, als Seele, als Bewusstsein, aber gleichzeitig unseren menschlichen Aspekt zu begleiten, zu sehen eben, ne, was will dann da noch vielleicht in eine Balance kommen, in eine Harmonie kommen, wie bei Buddha, der Weg der Mitte. Ne, es war da ganz viel und dann kam das dazu, um letztendlich für ihn ja die Erkenntnis ist der Weg der Mitte.
in dieser Balance zu sein. Und das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz schön, dass das jetzt so auftaucht, finde ich, in unserem Gespräch, so zu bei sich zu gucken, wo ist denn mein Leben, wo bin ich denn auch nicht in so einer Normalität, in einer Natürlichkeit, in einer Balance, was will sich denn da vielleicht noch in meinem Leben auch ausbalancieren, wo hänge ich vielleicht auf einer Seite, weil ich das nicht will, oder ich ziehe auf einer anderen Seite. Und ich empfinde es so schön, wenn das, der blaue Himmel in mir größer wird, weil mehr Themen erlöst sind, dann erlebe ich schon, dass da ein Teil völlig draußen ist, aber die Thea ihre Spielchen spielt, und wenn ich wieder eins auf die Nuss gekriegt habe, ja, dann kann ich schneller wieder in den blauen Himmel mir das von da anschauen, und dann gehe ich wieder hinein in das Spiel. Es wird mehr ein Spiel, das Leben, ne? Ja, und ja. Es ist nicht so hart, aber es ist, ich musste spielen wollen, was ich da zu spielen habe. Ja, und das Spiel auch zu Ende zu bringen. Also für mich ist es so, wir sind so lange da, das ist wie so eine Spielfigur hier. Und ich, für mich ist schon so, okay, jetzt ist die Spielfigur schon mal hier auf dieser Ebene, in Zeit und Raum, auf diesem Spielfeld, was wir Planet Erde nennen, in der spannenden Zeit jetzt, in der wir sind. Herausfordernd, ja, aber auch wirklich spannend. So, und wofür will ich denn die Spielfigur denn einsetzen? Gibt es eine Möglichkeit, auch an dem Spiel vielleicht mit neuen Ideen wirklich auch zu sagen, okay, wenn wirklich alles möglich ist, okay, dann probiere ich das doch mal aus. Ne, was denn, wenn die ganzen Weisen sagen, okay, dann probier es doch aus, was wirklich möglich ist. Ja. Und gleichzeitig zu wissen, ich bin das Blau des Himmels, ich bin das Sein, ich bin das. Ne? Aber eben auf dieser Ebene Menschsein einfach auch das zu erfüllen, weshalb ich wirklich auch da bin. Ja. Das ist schon schön. Und dann natürlich mit Freunden zusammen auch zu sehen, okay, was ist denn bei dir noch nicht satt? Was ist bei mir noch nicht satt? Was haben wir vielleicht noch gemeinsam für Dinge, die sich noch erfüllen wollen, wie jetzt unser Zusammenkommen? Ja. Und wer weiß, was daraus entsteht? Sind jetzt durch die YouTube-Videos, die da einfach so entstanden sind, so schöne, also so wundervolle Menschen und Kontakte schon gekommen, wo wir merken, ja, wow, da braucht es manchmal irgendein Medium, irgendeinen Auslöser, der das wieder zusammenbringt. Ne, das kann ein Coronavirus-Drama sein, dass irgendetwas ein Auslöser ist, ein Umstand, der etwas zusammenbringt, was darauf wartet, erfüllt zu werden. Menschen zusammenkommen, ja. Um wer weiß, was daraus noch alles entsteht. Vielleicht, ja. Wenn wir alle wieder zusammen sind wir alle in einem großen Raum, haben vielleicht ein eigenes Café, und haben Gespräche unter Freunden über Themen, die einfach wesentlich sind. Ja, genau. Jetzt seinen wir so dahin. Ja, genau. Also was ist der Unterschied zwischen einer weißen Wolke und blauer Himmel? Weiße Wolke fühlt sich super an, aber wird noch erschaffen und wird hier noch gelebt. In der Persönlichkeit. Und das Sein ist das schon in der Freude, aber hat diese Erfahrung dann nicht. Ja? Um eine Erfahrung zu haben, muss ja die Absicht losschicken. Genau. Und gleichzeitig für mich ist ja tatsächlich, da sind so viele Absichten, die jeder mitgebracht hat, die sich ja noch alle erfüllen wollen. Genau. So, das bei Kurt ist es ja auch, der sagt zwar in seinen Seminaren schon immer noch, ne, was man alles machen kann, um Ursachen zu setzen, wie auch immer. Aber letztendlich sagt er erlebt es selbst, und es geht mir genauso. Es passieren so schöne Dinge, die wir uns aus der Wolkenperspektive gar nicht so schön ausdenken könnten, dass wie magisch wirklich Sachen zusammenkommen, die geschehen, die Kurt zum Beispiel dazu hingebracht haben, zu sagen, du, ich mische mich nicht mehr ein. Mhm. Ich mache doch da nichts mehr. Ich gebe keine Absichten, keine Wünsche mehr, weil das Leben uns so reich beschenkt mit dem, was ja schon da ist und was ich erfüllen möchte. Ja, also ich mache das auch nicht mehr. Ich setze auch keine neuen Absichten mehr, aber dass wir hier zusammen sind, war ja eine frühere Absicht, die sich jetzt erfüllt. Ja, mhm. Also ich habe schon alles aufgegeben, was ich wollte, und ich schau mal, was ich jetzt an Ernte kriege. Und dann, ja, das denke ich auch so. Ja, aber wenn immer, ich glaube, dass die meisten, da muss man so aufpassen, auch ganz viele, die so in diesen, ganz viele sind ja aus dem Business-Bereich, auch jetzt bei Joe Dispenza und Co., das sind ja auch viele Spirituelle, aber auch viele
kenne ich aus dem Versicherungsbereich oder so. Und man muss natürlich so aufpassen, dass man nicht immer aus dem Mangel heraus haben will. Das ist das Problem so ein bisschen, ja. So dieses, wenn ich aus Mangel erschaffe, dann wird es nichts Gutes. Und da fehlt es bei vielen ja noch, dann in dieser Ebene der Neutralität zu kommen, des Seins, um von dort loszuschicken. Und das ist manchmal wirklich ein langer Weg, ne? Für einige geht es schneller. Aber das finde ich so wichtig. Aus welcher Absicht heraus will ich das jetzt denn? Aus der Freude? Das darf mal kommen und das darf mal kommen und das. Und wenn das nicht kommt, ist auch okay. Oder das will ich und das will ich. Und dann muss ich jeden Tag 4 Stunden meditieren und 4 Tage das machen. Und das klingt so anstrengend. Genau. Ist auf jeden Fall ein schönes Thema für ein nächstes Gespräch. Okay. Genau, aber so dieses auch eben, wenn man das schon bemerkt, Mensch, stimmt, ich komme ja hier ständig aus dem Mangel raus, so wo fehlt es denn wirklich, was ist denn wirklich dahinter, welcher Mangel ist es denn wirklich, dass man da vielleicht auch wieder, was wir schon mal letztens bei irgendeinem Gespräch hatten, da auch nochmal schaut, bevor ich jetzt hier vorne die ganze Zeit versuche zu ernten, zu kriegen, zu gucken, okay, wo ist denn, also dieses Wasser schöpfen, wo ist denn eigentlich das Leck da hinten, dass das nicht natürlich da ist. Ne, so dass man da vielleicht auch mal guckt. Ich sage das in meinen Kursen immer so, wenn hier der Mangel ist im Herzen und ich fange hier oben an zu denken und zu erschaffen, ist es wie Schlagsahne auf Mist. Ja, das ist so, trägt sich nicht so lang. Das war ja früher diese Chakra-Kurse, ja, wo viele hingehen und wir sind die besten Verkäufer und so. Mhm. Aber hier blieb der Mangel und der wurde nicht angeschaut. Und da sind wir uns ja wieder einig, der kann auch nicht mal kurz so wegkreiert werden, sondern das ist ja ein Gefühl und oft muss man wieder ans Fühlen, um das frei zu machen, weil da die Verbindung mit dem Quantenfeld ist. Ja, ich habe auf jeden Fall ein super gutes Gefühl. Also ich finde unsere Gespräche total schön und ich freue mich, dass wir die einfach auch teilen können. Ja, sonst sitzen wir immer am Zweiertischchen, ne? Ja. Und ich finde, wir haben schon Fortschritt, weil wir kennen ja auch unsere Gespräche, wenn es ein bisschen hitziger ist. Also wir sind schon ganz harmonisch im Moment, gell? Oh, wir können, was auch immer kommt. Das finde ich also toll. Eben, das hatten wir, glaube ich, ganz am Anfang, als wir uns vorgestellt haben. Wir haben ja eine ganz gleiche Ausrichtung und sind trotzdem unterschiedlich genug, dass es ja auch Spannung und spannend bleiben kann. So, und ich freue mich auf die hitzigen Gespräche bei uns. Ja, und wir haben das ja auch immer, du sagst ja auch immer, wenn wir unseren Memming-Tag haben, ich bin fast die Einzige für dich, wo du einen Alltagstag im Sein leben kannst, ne? Ja. So, wir sind da ganz im Sein und sind ganz entspannt. Ich mit meiner Cola, du mit deiner Sojalatte oder was? Und dann ein bisschen shoppen und dann unser gleiches Lokal und dann unser Kino, aber ganz aus diesem Sein heraus, ja. Ja, und das ist ja das auch, finde ich, was uns, also unsere Verbindung so ausmacht und wo ich so gerne wirklich andere einlade, dass beides zusammenkommt, dass wirklich dieses wunderschöne Leben genossen werden kann, was auch immer da ist, ne? Und man gleichzeitig einfach ganz bewusst und da ist und auch das dahin trägt, wo man ist. Und jetzt hoffe ich mal, dass durch das Space hier, das Internet, ja, ihr euch auch eingeladen fühlt mit uns. Das Leben und das Sein zu genießen. Genau. In diesem Sinne. Danke fürs Zuhören. Danke für dich, Thea. Danke für euch und bis bald. Ciao. Tschüss. Ciao.